Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein, meine Freunde. Es gibt einen neuen Dislike-Rekord auf YouTube Deutschland. 10.000 Likes zu 121.000 Likes. Wir haben hier von Miguel Pablo das Video, mein Outing war fake. Und warum er das? Alter, ich habe mich für dich eingesetzt, Miguel. Ich habe gesagt, dass ich das stark finde, dass jemand wie du so offen damit umgeht, ja? Ich habe sogar, glaube ich, in dem scheiß Video gesagt, Miguel Pablo. Habe ich gesagt? Ich habe gesagt, Miguel, dass wenn du jetzt hier reintrollst, und das ist nur für einen Promo-Move, ja? Dann raste ich aus, Miguel. Und bei Gott, Alter, es gibt Grenzen. Es gibt auf YouTube Deutschland. Ich bin ehrlich, Leute. Es gibt so viel. So viel muss man an Grenzen einhalten. Mehr nicht, ja? Mehr muss man auf YouTube Deutschland, da muss man sich nicht dran halten. Es gibt einen gewissen Kodex, an dem man sich zu halten hat. Sei kein homophobes und alles andere ist okay. Alles andere ist okay. Also Rassismus natürlich auch nicht und noch 10.000 andere Dinge. Aber das sind ja, das, Leute, wir verzeihen so viele Sachen auf YouTube Deutschland, ja? Und er hat die einzigen Grundregeln missachtet, die es gibt. Wie kann man so ein ekelhafter und perfider Mensch sein, der hingeht und die Sexualität von Menschen, die Probleme haben, sich zu outen, die Probleme haben, überhaupt über ihre Sexualität zu reden, weil sie entweder unterdrückt werden oder sonst was. Wie kann man so ein ekelhafter, ein widerlicher Mensch sein und das zu seinen Gunsten nutzen? Miguel Pablo, ich spucke auf dich. Ich spucke auf dich. Ich spucke auf dich so unglaublich sehr, Alter. Ich bin so angewidert von dir als Person. Alter. Das ist so ekelhaft. Und ich will mir diese Kotze eigentlich gar nicht erst ankauen, Alter. Ich schwöre, Leute, ich war lange nicht mehr so sauer. Als ich das gestern gesehen habe, Leute. Alter. Junge. So, und jetzt schauen wir mal ganz was hier rein, mein Gott. Oh mein Gott. Genau so. Witzig ist das, Alter. Ist das lustig? Das ist so lustig, Junge. Scheiße. Oh, fuck. Ich bin euch etwas schuldig, und zwar dieses... Alter, und dann noch in so einem Outfit. Miguel, du bist der letzte Mensch. Du hast jeglichen Respekt, hast du vor mir verloren. Das ist so unglaublich abwertend. Das ist so respektlos, Junge. Das ist... so fucking respektlos, Mann. Ey, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, Alter. Und da kommt so ein Mensch daher. Ich muss mich gerade richtig zusammenreißen. So ein Mensch, Alter. Und tritt diese Idealien, diese Rechte, für die Homosexuelle lange Zeit gekämpft haben, lange Zeit leiden mussten, tritt er hier einfach mit Füßen. Dieser Mensch, was nimmt der sich raus, Alter? Das Video. Ich muss dieses Video machen. Ich weiß, viele sind verwirrt. Du hättest es besser nicht gemacht. Du hättest besser einfach dein Maul gehalten, Miguel. Einige werden jetzt sagen, boah, ich hatte recht. Bitte gib mir eine Chance und hört mir kurz zu. Nein. Ich werde euch sagen, was und wie das zustande gekommen ist. Also vor eineinhalb Monaten habe ich mich... Eineinhalb Monaten. Kann man schon merken, dass der Typ nichts im Kopf hat, Alter. ...geoutet. Das Video hat fast jeder gesehen. Es hat 1,4 Millionen Klicks. Wow, Alter, krass. Bei einem Outing-Mensch, bei jemandem, wo man das gar nicht erwartet hätte, dass du so viele Klicks gemacht hast. Nice, auf Nacken von Menschen, die dafür lange gekämpft haben, die sexuell lange gelitten haben, die unterjocht worden sind. Es war Platz 1 in den Trends. Und viele haben gesagt, okay, das ist ein Prank, das ist Fake, ist vielleicht eine Verarsche, das ist ein Experiment. Und ich sag's euch jetzt, wie es ist. Sascha und ich, wir haben Aufnahmen gemacht, bevor wir das gepostet haben. Uns ist gerade irgendwie so in den Kopf gekommen, lass mal gucken, wie die Leute reagieren würden, wenn ich mich outen würde. Wie sollen die Leute reagieren? Die Leute haben mit Respekt und Anstand reagiert, weil du den Mut hattest anscheinbar, dich zu outen. Haben die Leute dir gegenüber offen und respektabel reagiert. Weil keiner hätte wirklich für möglich gehalten, dass du, linke Ratte, wirklich hingehst, Alter. Dass du wirklich hingehst und das einfach fakest. Für Promo. Wir wollen einfach nur klarstellen, dass es absolut nicht schlimm ist, wenn man schwul ist. Danke, dass du es nochmal sagst, Bro. Cool, dass du da... Gerade von dir will ich sowas hören. Wir gesagt haben, okay, wir gucken, wie die Leute reagieren. Wir haben versucht, so ein Experiment rauszumachen und wir wollten das ein paar Tage danach auflösen.
Das auch noch im Dezember, Junge. Das auch noch im Dezember, Alter. Das Ding zu melken. Ey, ich krieg hier gerade so einen Hass, Alter. Ich krieg hier gerade so einen Hass. Und wisst ihr warum? Weil ich weiß, weil ich sehr, sehr viele homosexuelle Freunde habe, weil die mir Stories erzählt haben, wie es ist, wenn man in der Stadt mit einem Mann Hand in Hand durch die Stadt geht. Weil die sehr wohl darunter leiden teilweise. Zum Glück nicht mehr so wie früher. Trotzdem ist es immer noch ein blödes Stigma, was diesen Leuten anheftet. Und so jemand darf sich nicht rausnehmen, sowas in den Dreck zu ziehen, Alter. Das geht nicht. Es geht nicht. Was für Experiment? Du bist eine geldgierige und hinterlistige F***. Wäre alles optimal gelaufen. Ich habe, um ehrlich zu sein, gesagt, keiner wird das haten. Alle werden sagen, ja, natürlich top, nicht. Natürlich wird das keiner Deutschland haten. Deutschland ist mega tolerant. Ich war schockiert. Tolerant, aber nicht gegen sowas, Alter. Dass so viele das gehatet haben. Klar, einige haben es gehatet, weil ich es bin. Ich habe schon oft polarisiert und echt scheiße gebaut. Aber es gab leider viel zu viele, die gesagt haben, bah, schwul, ich guck dich nicht mehr und so. Das ging nicht in meinen Kopf rein. Ich dachte so, wie können Leute so denken? Bro, jetzt spielt der hier die Opferkarte. Ich könnte ausrasten, Mann. Ich könnte ausrasten, Alter. Ich versteh's nicht. Ich selbst habe auch so gedacht, okay, schwul sein ist vielleicht komisch oder so. Und erst dann habe ich gecheckt, Alter, Mann, wie eklig ist das so zu denken? Wie eklig ist das, schwul als Beleidigung zu benutzen? Da ist mir das erst zum ersten Mal ist mir das klar geworden. Jedenfalls, ich erzähle euch jetzt, wie es ist. Wir haben das als Experiment verkaufen wollen. Ich hatte diese Idee nicht vor kurzem, nicht erst im Dezember. Ich hatte die schon 2 Jahre lang. 2 Jahre habe ich gedacht, irgendwann oute ich mich, löse das dann auf. Das ist kein Experiment, das ist einfach nur ekelhaft. Das ist einfach nur eklig, Alter, wirklich. Kein Respekt mehr davor, tut mir leid. Und gucke, was die Leute sagen, wie die reagieren. Und natürlich, Leute, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich habe nicht an die Klicks gedacht. Natürlich, ich wusste, dass das Welle macht. Darum ging es doch. Es ging dir doch um nichts anderes. Es ging dir doch um nichts anderes, Junge. Es ging dir doch nicht darum, um ein soziales Statement zu setzen. Niemals ging es dir darum. Es ging dir nur darum, Alter, dass du daraus deinen Profit ziehst. Ich wusste, dass jeder drüber reden wird. Ich wusste, dass ich damit wieder polarisiere. Jedenfalls. Ja, du kannst aber nicht 3 Jahre lang weg sein. Ich meine, du hast eine harte Vergangenheit, Bro. Ich war dabei. Ich habe gesehen, wie du in Berlin dran warst, Alter. Bro, ich war dabei. Ich habe gesehen, dass du im Arsch bist. Und gerade danach dachte ich, dass du nach dieser ganzen Geschichte das aufgearbeitet hättest, Alter. In der Lage wärst, zu verstehen, dass sowas nicht fein ist. Und dann rettest du deinen Arsch, indem du sagst, ich bin schwul. Und dann sagst du danach, nach 1,5 Monaten, war nur ein Joke. Und das im Dezember? Hast du eigentlich keinen moralischen Standard, Junge? Bist du so verloren, bist du so lost, Alter, dass du keinen anderen Ausweg gesehen hast, als so einen gierigen und respektlosen Move abzuziehen? Ey, auf rein menschlicher Ebene ist das Anstandsloseste, was man tun kann. Das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung. Als wollten wir es dann als Experiment dann auch auflösen. Und ab dann war es eklig von uns. Dafür entschuldige ich mich. Menschen machen Fehler. Bro, du hast 20.000 Fehler gemacht in deinem Leben, Alter. Du kannst dich jetzt nicht mehr rausreden. Du bist am Sack. Du bist am Arsch. Das rechtfertigt das nicht. Ich hab Scheiße gebaut. Das war ein Fehler von mir. Wir haben es zu lange durchgezogen. Wir hätten das auflösen sollen. Nein, du hättest es gar nicht machen sollen. Er sieht den Fehler nicht darin, dass er es gemacht hat, dass er einfach hingegangen ist, diese Sexualität dafür genutzt hat, um damit Welle zu schieben, um damit Promo zu machen. Das sieht er nicht als Fehler, sondern er sieht es nur als Fehler an, dass er es nicht früh genug aufgelöst hat. Und das ist so falsch. Das ist so falsch, Junge. Das ist so falsch. Also nochmal an euch alle da draußen, die es jetzt vielleicht noch nicht verstanden haben. Das Outing war fake. Wir wollten das als Experiment durchziehen. Nein, und du kannst nicht sagen, ich baue Scheiße und es war nur ein Experiment. So funktioniert das nicht, Alter. So geht das nicht. Hätten wir sogar ein gutes Resultat gehabt und den Leuten gezeigt, dass Deutschland gar nicht so tolerant ist, weil wir mega viele Sprachnachrichten bekommen haben von kleinen Kindern, die sagen, bah, du Schwuchte und... Genau, und das Problem ist, Digga, dass du dieser Intoleranz noch beihilfst, Alter. Du gehst jetzt mit diesem Experiment hin und fachst diese Intoleranz weiterhin an. Das ist überhaupt nicht in Ordnung, Bro. Das ist kein bisschen in Ordnung, Mann. Du bist der Grund, warum es überhaupt Intoleranz gibt. Weil du jetzt Leuten erst Mut gemacht hast und dann ihnen in den Rücken fällst und sagst, ah, war doch nur Fake. Alter, ich schwör's dir. Und wenn du mir jetzt noch danach noch mit einem Video kommst und sagst, mein Outing war Fake, von wegen, ich hatte Angst, ich wollte eigentlich nur so tun, als wäre ich nicht schwul, ich bin doch schwul. Was bist du? Was bist du, Alter? Homophobie ist ein No-Go. Und uns nur deswegen beleidigt haben. Und wir haben so eine Dokumentation gemacht. Ein Experiment in Form einer Dokumentation. Und haben es dann in die Länge gezogen und haben uns alle paar Tage gefilmt, unsere Erfahrungen gesammelt. Wir hätten das schon längst auflösen sollen. Und Sascha und ich haben immer mehr gemerkt, die Leute stehen jetzt auf einmal hinter uns. Wir können euch nicht mehr die Wahrheit sagen. Und Lügen haben kurze Beine. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und ich mach das jetzt nicht, weil... Nice Sprichwörter, Bro, wirklich. KuchenTV dieses Video gemacht hat oder so, wo ich mit dem Mädchen rumgemacht habe. Ich wollte das auflösen mit dieser Dokumentation und dann habe ich mit Sascha darüber geredet und gesagt, nein, wir können uns nicht als
die Guten verkaufen, die jetzt selbstlos das Experiment 1,5 Monate gemacht haben. Wir haben die Leute angelogen, zu lange. Ja, das ist kein Experiment mehr, wir haben es zu lange gemacht. Wir müssen uns unsere Schuld eingestehen, wir müssen sagen, wir haben Fehler gemacht. Ich bin Mensch, Leute, ich mache Fehler und leider zu oft. Leider mache ich vielleicht zu oft Fehler. Ich mache zu oft Sachen, über die ich nicht nachdenke. Ich habe in Chicken Wings gebadet, ich habe Sachen... So kann man sich nicht rausreden. Man kann nicht immer wieder sagen und sagen, ja, ich bin halt so. Das funktioniert nicht. Sachen gemacht, die man nicht machen sollte. Und ich muss dafür gerade stehen. Ich will mich nicht immer rausreden und gut reden. Leute, nein. Ich bin vielleicht nicht der beste Mensch und ich mache Fehler. Nein, aber jeden kann vergeben werden. Ich bin sehr christlich aufgewachsen. Wenn ihr mal Scheiße baut, Alkohol trinkt oder jemand anlügt, ihr könnt immer umkehren. Ihr könnt immer Gott um Vergebung beten. Aber darum geht's jetzt gerade nicht. Es geht darum, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und Leute, ich will mich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Ich kann mich nicht mehr als dafür entschuldigen. Ich habe diese Dokumente. Doch, du hättest mal nachdenken können, Alter. Du hättest fucking nachdenken können und dein Gehirn nutzen können, Alter. Mehr hätte ich von dir nicht erwartet, Mann. Station noch, wenn ihr die sehen wollt, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht um Likes betteln in so einem Video. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder so, dann kann ich die immer noch posten. Wir haben da unsere Freunde gefilmt, interviewt, was die sagen, was deren Erfahrung war. Unsere Freunde wurden angemacht, weil die mit uns gechillt haben. Die haben Nachrichten bekommen, warum chillst du mit einer Schwuchtel? Das ist ein krasses Video, aber ich will mich nicht als Guter in dieser Situation darstellen, weil ich das nicht bin. Ich habe einen Fehler gemacht und ich sehe es ein. Und ich will jetzt den geraden, ehrlichen Weg gehen. Bro, ich will es mir wirklich nicht zu Ende angucken. Ich will es mir nicht zu Ende angucken, Alter. Das ist einfach nur lächerlich. Es ist einfach nur dreist, Mann. Ich bin richtig sauer, Mann. Ich bin richtig krank verletzt, Mann. Ich bin richtig krank verletzt, dass ein Mensch die Dreistigkeit hat, sowas zu machen, wenn man ihm doch vorher noch gut zuspricht und sagt, yo, ich find's nice, dass du hingehst und das öffentlich machst, Alter. Gib mir, entschuldige mich bei jedem YouTuber, vor allem bei Unge. Vor allem bei Unge. Natürlich entschuldige sich nur bei Unge, weil Unge die meiste Reichweite hat. Du Schmock, Alter, du Schmock. Tut mir im Herzen weh, dass ich ihn damit so, dass ich Leute wie ihn angelogen habe. Das ist unkorrekt. Natürlich hast du nur Unge angelogen, Alter. Korrekt gewesen. Und er braucht das nicht gutreden. Er braucht mich gar nicht mehr gutreden. Nein, ist okay, wenn ich Sympathiepunkte verloren habe. Kann ich völlig verstehen. Ich würde wahrscheinlich selbst denken, was soll das? Wie gesagt, dieses Video ist eine dicke Entschuldigung. Und Leute, ich muss euch sagen, 2019 war eines meiner schlimmsten Jahre. Ja, und genau das ist jetzt wieder der perfide Move, Alter. Sich jetzt hier in die Opferrolle zu setzen. Bro, zieht nicht, Alter. Zieht nicht. Schau ich mir nicht zu Ende an, den Müll, Alter. Jause ist für dich das letzte Mal gewesen, Alter. Du bist raus, Junge. Du bist raus aus meinem Kosmos. Du bist raus, Alter. Du bist raus. Und ich hoffe, dass es dir wirklich nachhaltig irgendwie, dass dir das echt noch lange anlastet, Alter. Weil das ist ein Move, der ging zu weit. Kann ich nicht mehr zu sagen, Alter. Ich glaube, ich habe meinen Dampf dazu abgelassen. Wenn auch nicht sehr sachlich, leider. Ziemlich abgefuckt war. Aber, nee, es hat alles Grenzen, Alter. Es hat alles Grenzen. Und die ist auf jeden Fall hier überschritten worden.